Oh, meine Falle. Schauen wir mal, was wir hier... Oh, ein März. Das steht doch auf der roten Liste. In der Tat, der letzte seiner Art. Ja, wenn Sie dann mich jetzt vielleicht an dieser Stelle... Ein wirbelloser Brüllaffe. Toll, was verschlägt Sie in meinen Dschungel? Ich bin abgestürzt. Ich bin auf der Suche nach irgendeinem Land, in dem ich CDU-Vorsitzender werden kann. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Oh, ich bin der Universalgelehrte. Ach, scheiße, der Nefton. Bitte? Nein, nein, ich bin Alexander von Humboldt. Ach, der mit dem Bildungsideal. Nein, das war mein Bruder Wilhelm. Ich bin ja nur der Pionier des modernen wissenschaftlichen Denkens, nicht? Ich bin Abenteurer, Weltbürger, Naturforscher, aber gut. Nein, sag mir nichts. Hören Sie, ich bin das bekannteste Gesicht des 19. Jahrhunderts. Gut, vielleicht kennen Sie die Dinge, die nach mir benannt worden sind. Hören Sie, Humboldt, Humboldt. Ach, Sie meinen das Lied. Humboldt, Humboldt, Humboldt-Täterä. Ich denke mehr an Humboldtia laurifolia. Das ist ein Hülsenfrüchtler in Sri Lanka? Nein. Vielleicht kennen Sie den patagonischen Skunk, Conepatus humboldtii. Nein, auch nicht. Das Meer auf dem Mond. Mare Humboldtianum. Eine Woche hat er gebraucht, bis er die lateinischen Begriffe drauf hatte. Humboldt. Fragen Sie doch den von Wagner mal nach vier heimischen Gräserarten. Ja, es gibt Rasen. Dann gibt's Rollrasen, Wimbledon, den Rasen bei meiner Mutter. Der Uthoff hat mal zwei Vögel, die ihm Nachbar gebracht hatte zum Aufpassen, verdursten lassen. Die Geschichte. Es war Wochenende, ja, und ich war... Er war trinken. Trinken war er. Hören Sie, nur weil auf der halben Natur Ihr Name zu prangen scheint, haben Sie noch nicht das Recht, mich hier gefangen zu nehmen. Oh, Sie verstehen das falsch. Ich will Sie nicht gefangen halten, ich will Sie nur bilden. Ich dachte, dafür ist Ihr Bruder zuständig. Nein, sehen Sie, auf meinen Expeditionen in die Welt, da habe ich gelernt, was die Natur im Innersten zusammenhält. Aber sehen Sie, Ideen können nur nützen, wenn sie in vielen Köpfen lebendig werden. Oh Gott, jetzt kommt eine Tafelnummer. Bitte? Nichts. Vielleicht können Sie mir helfen. Sehen Sie, immer wenn ich versuche, die heutigen Menschen aufzuklären, was das Artensterben für Auswirkungen hat bei Pflanzen und Tieren, dann schreien die was von Moralinsauer und schlagen sich in die Büsche. Bleiben Sie dran, junger Mann. Ja, ja. Vielleicht gründen Sie einfach eine Protestbewegung. Was weiß ich, Fridays für Fruchtfliegen oder so. Ich verstehe das nur nicht. Sehen Sie, früher in Berlin, da sind mir die Leute bei meinen Vorträgen die Bude eingerannt. Da hören Sie, die Leute gehen doch heute nicht mehr in die Vorlesung. Die gehen auf Wikipedia. Ha, Lexika. Trocken aneinandergereihtes Wissen. Nein, nein, wissen Sie, die Natur, die muss man fühlen. Ich möchte, dass die Menschen empfinden, dass sie das empfinden, was ich empfunden habe, als ich damals über den 6000 Meter hohen Chimborazo in den Anden emporgestiegen bin. Atemnot? Nein, das Ineinander- und Zusammenweben aller Naturkräfte. Das was? Das, die, wie würden Sie heutzutage sagen, die Biodiversität. Hören Sie, ich habe nichts gegen Diversität, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und die Kinder nicht betroffen sind. Nein, Biodiversität meint die Vielfalt der Ökosysteme, den Reichtum der Arten von Pflanzen, Tieren, Pilzen, Mikroorganismen und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. Na, ich wusste, es hat irgendwas mit Fortpflanzung zu tun. Hören Sie, das klingt sehr komplex. Das ist auch sehr komplex. Und ich bin nun mal politischer Entscheidungsträger. Ich brauche das Ganze ein bisschen kompakter. Ach, kein Problem. Vielleicht kann ich einige Dinge ein bisschen herunterbrechen, dann vielleicht die Stammbäume der Gattungen simplifizieren. Ja, wie wäre es mit einer 60-stündigen Vortragsreihe? Ich dachte da mehr an ein Bild. Das geht auch. Schauen Sie sich das an. 2,5 Millionen Arten. Insekta, Coleoptera, Diptera. Sehen Sie hier die genetische Vielfalt des Lebens auf einen Blick. Das ist das Rohmaterial der Evolution. Sie sehen Schlüsselarten, Anpassungsprozesse, Nahrungsnetze. Aha. Sagen Sie, wo steige ich denn da zum Brandenburger Tor um? Sagen Sie mal, diese Artenvielfalt, wie wird sie denn gemessen? Oh, höchst unterschiedlich. Neulich las ich, dass man in Ostdeutschland in den Baumkronen Käferfallen angebracht hatte. Man hat
566 Käferarten in nur 18 Bäumen gefangen, davon 114 auf der roten Liste. Und was passiert dann mit diesen gesammelten Flugobjekten? Oh, die werden aufgespießt. Schauen Sie, das wäre jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um euch rauszulassen. Ich sammle übrigens auch Insekten. Ach ja? Ja, mit meinem Privatflieger. Weniger als Einzelexemplare, mehr so als Brei. Wobei ich inzwischen so gut fliege, dass ich die Insekten gar nicht mehr treffe. Guter Mann, glauben Sie nicht, dass das mehr damit zu tun hat, dass man in deutschen Landen, in Schutzgebieten, 75% weniger Biomasse bei Fluginsekten gemessen hat? Freie Sicht für freie Bürger. So, sie macht Ihnen das denn keine Sorge? Schauen Sie, eine biologische Vielfalt, ein intaktes Ökosystem, das ist das Fundament der Zivilisation. Und die Natur ist in einem verdammt schlechten Zustand. Ja, hören Sie, mit Alarmismus kommen Sie da nicht weiter. Sie müssen versuchen, die Lage ganz ruhig zu analysieren. Hören Sie mir zu, von den über 8 Millionen bekannten Arten sind bereits 1 Million vom Aussterben bedroht. 68% der Säugetiere, Reptilien, Vögel, Fische, nicht Amphibien, die sind von der Erdoberfläche verschwunden. Die Waldfläche sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Hören Sie, essen, trinken, atmen. Das hängt ab von einer intakten Natur. Und diese intakte Natur stirbt. Also nicht ruhig, auch gut. Wie kann man den Menschen, nein, wahrscheinlich kann man den Menschen die Folgen des Massensterbens nicht begreiflich machen. Aber das ist doch ganz einfach. Das ist, als ob Sie bei einem Computer wahllos Dateien löschen, ohne zu wissen, was das für Dateien waren. Und Sie dann mit dem kaputten Ding, von dem Sie kein Backup gemacht haben, zum Apple Store gehen und sich dann darüber beschweren, wenn die Ihnen sagen, das war das einzige Exemplar. Das steht übrigens genauso in meinem Buch. Dann kauft man sich eben ein neues Laptop. Hören Sie, wenn es schlimm wäre, ja, dann würde man in der Presse ja viel öfter davon lesen, wie beim Klima. Das ist, was mich auch verwundert. Sehen Sie, die Dringlichkeit in Ihren Gazetten scheint zu fehlen. Ja, und wenn es wirklich schlimm wäre, ja, dann gäbe es längst irgendein internationales Abkommen, wie beim Klima. Das gibt es doch. Seit 11 Jahren. Man hat sich im japanischen Aichi getroffen. 200 Staaten. Sie haben sich 20 Ziele gegeben, wie man das Artensterben ausbremsen kann. Und? Haben wir es geschafft? Ja, wie beim Klima. Man hat es geschafft, kein einziges der Ziele zu erreichen. Ja, dann ist die traditionelle Lösung, dass man einfach eine neue Konferenz macht. Hören Sie, die hat bereits stattgefunden. Und sie ist zu Ende gegangen. Letzten Monat im chinesischen Kunming. Und ob Sie es glauben oder nicht, weil man ja die 20 Ziele verfehlt hat, hat man jetzt 21 Ziele. Ein ganz klarer Fortschritt. Fortschritt? Man hat unverbindlich die Absicht bekundet, irgendwann verbindlich das Artensterben zu bremsen. Hören Sie, Humboldt, das Artensterben, das gibt's doch schon die ganze Zeit, nicht wahr? Ich meine, der Stärkere setzt sich durch und der Schwächere wird gefressen. Das ist ganz normal. Sagen Sie, hat sich nicht vor kurzem ein Laschet gegen Sie durchgesetzt? Bitte? Ja, und das davor eine Karrenbauer. Ja, aber... Und davor eine Merkel. Wissen Sie was, Humboldt? Sie haben vollkommen recht. Wir müssen anfangen, seltene Arten besser zu schützen. So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut? Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Werde ich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.